Eine kleine Oase, gleich einem Mini-Park mit Garten, auf dem Dach des für Auszubildende gedachten Wohnhauses am Innsbrucker Ring Grafinger Straße. In dem neuen Gebäude sind 24 geförderte Wohnungen und insgesamt 91 Apartments für Auszubildende entstanden. Zum einen bieten sie günstige Wohnungen für junge Leute und gleichzeitig ist das Gebäude ein Teil des Schallschutzes für alle Anwohner in Berg am Laim. Es ist ein Kindergarten unten drunter, wir haben hier auf dem Dach die Grünfläche und wir haben gleichzeitig einen Nahversorger am Pennymarkt unten drunter, sodass das ganze Viertel davon profitiert. Seit 2005 wurde umfangreich zwischen Karl-Preis-Platz und Innsbrucker Ring an den Veränderungen des Areals gearbeitet. Entstanden ist unter anderem seit 2007 ein neuer Spielplatz am Piusplatz. Die Bauweise mit den höher gelegten Kletterstationen ist extra für größere Kinder gedacht. Auch in der Gestaltung der Grünflächen sollte jeder und jede mitreden können. Dass ein gutes Miteinander in den Grünflächen passiert, dass so jeder seinen Ort findet und weiß auch, wo er sein kann und wo er auch gut sein kann. Auch Gruppen, die nicht so dominant sind, wie auch Mädchengruppen, dass man sagt, die finden alle ihren Ort. Wo immer es ging, wurden die Anwohner in die Planungen einbezogen. So wurden die transparente Schallschutzwand zum Innsbrucker Ring und die barrierefreie Unterführung zum Campus Ost umgesetzt. Sportlichen Zusatznutzen bildet eine Kletterwand direkt neben der Fußgänger- und Radlfahrerunterführung. Die älteren Gebäude wurden energiesparend saniert. Wir reden ja heute von grauer Energie. Wir reden, dass wir nicht mehr Häuser abreißen. Und die Sanierungsgebiete zeigen das. Und der Innsbrucker Ring ist eben jetzt nach 15 Jahren so weit, dass er wieder auch aus der Sanierungssatzung entlassen wird. Nach 17 Jahren Planung und Sanierung ist das Großprojekt so gut wie abgeschlossen. Das gesamte Gebiet dient jetzt als Vorbild für zukünftige Veränderungen in den Münchner Stadtteilen.